29. April. Wir kamen heute hier an. Ich weinte sehr, als ich mich von Papa und Janet verabschiedete. Danach ging es mir wieder besser. Ich fahre gern mit dem Zug. Bald begann ich mich unbehaglich zu fühlen, weil ich zur Toilette musste. Es gab keine Toilettenwagen. Es war ein liebliches Bild, die Kühe und Schafe auf den Feldern sowie die Bäume in ihrer Blüte zu betrachten. Ich mag Tunnels nicht, durch die Fenster zog jede Menge Rauch herein und verbreitete einen scheußlichen Geruch. Ich wurde verlegen, da ich dachte, die Leute könnten meinen, es käme von mir. Auf dem Platz mir gegenüber saß eine alte Frau mit wunderschönen Lichtern in Rosa und Blau. Ich hätte mich so gerne mit ihr unterhalten, meinte aber, Mama könnte deswegen ärgerlich werden, denn sie war eine Frau aus dem Volke. Was ihre Aura anbetraf, so handelte es sich um eine fortgeschrittene Seele. Wir lächelten ab und zu einander an, wenn Mama gerade wegsah. Bei dieser Gelegenheit tat ich meiner Mutter gewiss großes Unrecht. Obwohl sie wie die meisten Viktorianer beklagenswert standesbewusst war, war ihr doch auch Herzlichkeit zu eigen. Sie hätte bestimmt nichts einzuwenden gehabt, wenn ich mit einer armen alten Frau im Zuge einige freundliche Worte ausgetauscht hätte. Wir erreichten Southport, wo wir am Bahnhof in eine Art Bus stiegen, der nach Birkdale fuhr. Tante Jane holte Mildred ins Southport ab, so dass sie nicht allein mit dem Zug nach Ormskirk weiterfahren musste. Ich weinte nicht beim Abschied von Mildred, da sie noch nicht erwachsen ist. Ich muss nur bei Erwachsenen weinen, wie Janet, Papa, Mama oder Herrn Wilcox. Der Abschied vom Kater und vom Papagei hätte mich aber auch fast zum Weinen gebracht. Noch nie habe ich in einem so großen Haus gewohnt und meine Mahlzeiten mit so vielen Leuten eingenommen. Sie redeten alle gleichzeitig und veranstalteten mehr Lärm als Mama, wenn sie zu Hause ist. Anstelle von Mädchen wie Janet servierten Männer das Essen. Sie tragen Kleidung wie Papa, wenn er groß ausgeht. Es gibt Dienstmädchen wie Janet, die die Betten machen und die Schüsseln leeren. Man nennt sie hier Zimmermädchen. Meines hieß Sarah. Auf ihrer Wange befindet sich ein kleines braunes Mal, auf dem drei Haare wachsen. Mama sagt, dies wäre ein Muttermal. Ich solle aber gegenüber Sarah, die Waliserin ist, nichts erwähnen. Ich wollte deswegen von Mama wissen, ob alle Waliserinnen ein Muttermal hätten. Sie verneinte, fügte jedoch hinzu, dass viele Waliserinnen als Bedienstete arbeiteten. Die Herren, welche die Speisen servieren, nennt man Ober. Als ich Mama fragte, warum sie Gehröcke und eine Hemdbrust trügen, so wie Papa, wenn er groß ausgeht, wusste sie keine Antwort. Mama kaufte mir einige Unterhemden und Unterhosen, die so beißen, dass ich mich am liebsten überall kratzen würde. Ich verabscheue es, ein kleiner Junge zu sein. Ich bin sicher, dass die Erwachsenen nur das anziehen, was ihnen gefällt.